Was soll ich jetzt hier machen? Man kann hier eigentlich nur konsumieren, fressen und shoppen und saufen. Sawadika, liebe Weltreisefreunde. Ja, ich bin hier immer noch am Lighthouse Beach, aber nein, es geht heute nämlich weiter und zwar nach Krabi. Und zwar genau jetzt. Es ist 6:30 in der Früh und ich muss runter auschecken. So, tschüss. Und dann müsste auch mein Taxi kommen. So eine halbe Stunde oder so, ich hoffe es. Und dann geht's hier weg. Juhu, mein Taxi ist da. So, es ist da. Ich habe schon Angst und Bang gehabt, weil ich hier lange warten musste. Ich habe bei One to Go Asia gebucht. Und ja, da werde ich quasi abgeholt und dann zur Fähre gebracht. Und dann geht's von dort rüber nach Krabi. Angekommen. Und das ist so super einfach. Da war direkt ein, als ich ausgestiegen bin, ein Typ aus dem Taxi, ein Typ, der mich begrüßt hat und mir alles gegeben hat, was ich brauche, Ticket und alles. Ja, ich brauche es nur noch reinzugehen. Ja, und sogar für Kopipi noch eine Eintrittskarte dazu. So simpel, du wirst hier an der Hand genommen. Ich brauche erstmal einen Kaffee holen hier. Jetzt kann es losgehen. Rein da. Und drauf aufs Boot. So. Hey, draußen muss ich ein Life-Jacket tragen. Prost. Aber ich bin jetzt mal reingegangen. Hier gibt es nämlich für mich Free Coffee. Und ich werde hier gerade angeguckt. Egal. Hier gibt es nämlich Free Coffee für mich und ein bisschen Snacks. Und danach gehe ich raus und gucke mir die Landschaft an. Thank you.
gibt leider eine Planänderung. Hey! Meine indische Freundin, es gibt eine Planänderung. Also wir fahren jetzt auf Gopipi und dort muss ich leider ein Boot später nehmen. Das ist ein bisschen scheiße. Ich komme später auf Krabi an. Aber was soll's? Nächste Boot nehmen kann. Das heißt, ich muss hier 4 Stunden lang irgendwo rumeiern. Ah, geil. Im Regen. Naja, so ist das. Ja, und wie so immer habe ich ein ganzes Boot voller Inder erwischt. Warum auch immer, wie letztes Mal. Und die werfen ihr Müll einfach vom Bord. Das ist unfassbar. Wie zu Hause. 20 Watt. Ich dachte, da wäre irgendwas von mir. Na gut, ich schaue mich irgendwo um, hier ist 7-Eleven oder so. Es sieht geil aus, ja, aber verflucht, es regnet so verdammt. Ich muss rein. Ja, was soll ich jetzt hier 4 Stunden machen? Man kann hier eigentlich nur konsumieren, fressen und shoppen und saufen, konsumieren.